Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus-Simulator 18 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute kümmern wir uns um die dritte Strecke von der letzten Mission. Letzte Fahrrein, um Einnahmen auf einer Strecke zu generieren. Die folgenden Haltestellen beinhaltet alle Ringhaltestellen, Steineck maximal eine, Westfield maximal eine. Das Ganze soll maximal 17 Minuten dauern. Muss ich wahrscheinlich wieder ein bisschen rumbasteln, so wie ich das mittlerweile kenne. Wunderbar. Dann ändere ich aber nochmal hier das zu einer 35. Müsste glaube ich 35 gewesen sein. Jawohl, das passt. Und dann fahren wir das gute Stück dementsprechend auch wieder bei Nacht. Die Frage ist, mit welchem Bus? Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal wieder einen Urban Way 12 Meter. Das Ganze bei Nacht, der Rest ist irrelevant und dann starten wir mal die ganze Fahrt. Wunderbar, wir fangen auch hier im Norden an, was auch geplant war. Jetzt habe ich sie wieder gesperrt. Und jetzt hier hinten wieder die Türen. Und oh Gott, jetzt hängen hier schon wieder, bleib ich hier schon wieder hängen. Dann machen wir mal das Licht an, bevor ich das wieder vergesse. Machen wir das Licht für uns aus, für die Fahrgäste an. Parkbremse lösen. Wir legen den Gang ein, schalten den Tempomat an und können dann instant losfahren. Zu. Ja, natürlich zu früh. Aber gut, die 800 Euro sind jetzt auch nicht die Welt. Wir haben ja das Geld. Wir fahren jetzt hier erstmal so komisch quer auf die Autobahn, um dann bei Steinkirche haben wir, glaube ich, begonnen. Beginnen wir die Fahrt, um dort dann dementsprechend loszufahren. Das ist ja auch toll. Ja, das ist ja super. Autobahn, warum nicht? Zur Autobahn, ne? Ja, sollte die Autobahnauffahrt sein. Oh Gott. Bisschen zu wild unterwegs hier gerade, aber. Weil es irgendwie so hell ist, weil jetzt irgendwie draußen tatsächlich immer noch Schnee liegt. Der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal wirklich Schnee bei uns lag, aber boah. Also der krasseste Winter, den ich miterlebt habe, der war vor 12 Jahren. Der war auch lange, sehr lange. Das ist noch 2011 oder 2012 oder 2013 dann rum. Also, na, ich würde sagen, mindestens 6-7 Jahre dürfte der letzte wirkliche Schnee, der auch liegen geblieben ist, her sein. Aber ich kann mich da beim besten noch nicht mehr daran erinnern. Auf alle Fälle würde das zumindest zu meiner täglichen Aussage, stetigen Aussage passen. Schnee kenne ich nur aus Film. Aber es war mittlerweile, das mittlerweile kommt nur noch mit davor. Jetzt auch hier abbiegen. Ey, ich habe das Gefühl, wenn man weg von dem Fernlicht geht, dann hat man gefühlt gar keine Lichtquelle mehr. So ganz so weird. Bin mal gespannt, wie das. Man merkt ja schon so ein bisschen, aber ist immer so eine Mischung aus dem Fernlicht und dem normalen Licht. Wäre halt schon optimal, fände ich. Oh, das sind halt vielleicht auch nur meine Empfindungen. So, jetzt hier jetzt im Bus mit 18 mit Schnee wäre schon nice. Das wäre schon sehr, sehr nice. Schnee ist ja auch machbar in der Unreal Engine 4. Das wäre ja auch machbar in der Unreal Engine 4. Bin mal gespannt, ob es im neuen Teil ist. Ich
habe es mittlerweile schon so lange den, oder ist mittlerweile schon so lange her, dass ich den Stream gesehen habe von der Virtual Packs oder was auch immer das da war. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Ich weiß schon gar nicht mehr, was da jetzt nochmal angekündigt wurde und so weiter und so fort. Wohin geht's jetzt? Ja, mit ich ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Aber natürlich 2 Tagestickets. Danke. Schön. Was? Ah, oh, tut mir leid, ich muss sie verloren haben. Hier, bitte. Ja, verloren haben, natürlich doch. Licht ist an, Licht ist an, wunderbar. Ach, ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Nächster Halt, Westfield, Wanderstiefelstraße. Dann geht es dorthin. Moment, wo ist mein Hut hin? Auf dem Kopf vielleicht? So, dann fahren wir noch weiter. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Nächster Halt, Westfield, Wanderstiefelstraße. War hier wieder schön durch. Dann sind wir auch hier wieder den Szenarien bald vorbei. Das nächste Bus in Mathe 18 Video ist ja ein bisschen komplexer. Wobei wir sollten eigentlich auch hinbekommen, dass wir hier so gut unterwegs sind, dass wir das auch auf Level 4 bekommen, die Fahrt. Nächster Halt, Westfield, Wanderstiefelstraße. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wer jetzt eingestiegen ist, dann wäre es natürlich super. So ein Danke. Ja, wir holen Stefan ab und dann fahren wir zum Konzert im alten Sägewerk. Augenblick. Hier bitte. Wie oft wurde... Klar. Na klar. Hier. Hier. Was? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Gut, dann nochmal aus Nummer sicher gehen wollte ich. Hast ab du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Nächster Halt. Punic Gasse. Zur Punic-Gasse in der Innenstadt. Und dann, ja. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Ganze 4 Minuten haben wir dafür Zeit, auf jeden Fall 1/2 Minute besser gesagt. Ist dann wieder das Problem, dass ich wieder so spät hier wieder aufnehme. Um genau zu sein, wir haben es jetzt 15.28 Uhr und das Video soll heute noch rauskommen. Das Folgevideo auch noch, prinzipiell. Aber, ja. Lief mal wieder zeitlich nicht so, was das Rendern und so weiter betrifft in den letzten Tagen, weswegen ich dann auch nicht dazu gekommen bin, die aufzunehmen. Aber wird ja jetzt auch wieder ein bisschen weniger Bus in Mathe 18 geben, weil wir mittlerweile damit durch sind, mehr oder weniger. So, jetzt letzte Mission, danach noch ein bisschen Optimierungsarbeit. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Und dann mal schauen. Ich denke mal, ich werde wieder den... Ah, wait a second. Sonntag ist halt immer noch der 31. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße. Im Monat. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Aber da werde ich mit Sicherheit das... Oh ja, Mensch, fahr doch einfach weiter. Werde ich mit Sicherheit das hinbekommen, dass ich hier nochmal ein bisschen letzten Videos über Sim mit 18 auch alle Fälle aufgenommen bekomme. Und dann halt gucke, was dann noch so ansteht.
Wahrscheinlich gibt es Sonntag sogar noch mal einen Stream. Ich weiß noch nicht was, aber... Wobei wahrscheinlich Neverwinter. Da ist ja gerade wieder das... Veredelungsstein bzw. das Refining Stone Event ist. Das wäre jetzt mit dem neuen Combat System und den neuen Stat Changes sehr tricky geworden. Ich würde da jetzt glaube ich auch gar nicht mehr in Phantasmal Fortress reingehen, sondern in... Ich weiß gar nicht mehr, wie das gerade war. War das Dreadspire? Wollte ich nochmal gucken, was da am Mittwoch dran war. Oh, die jetzt war knapp. Nächster Halt, Punic-Gasse. Also wenn jetzt da immer wieder was mitnehmen, ist halt auch irrelevant. Also jetzt bei dieser Tour sowieso. Ja, die habe ich auch gesehen. Eine Fahrkarte. Mittlerweile sowieso jetzt gerade irrelevant, also allein für die Mission. Na klar, hier. In der nächsten Mission ist das irrelevant, damit wir halt dann nicht noch mehr Minus. Hier muss ich raus. Damit wir keine Minuspunkte farmen. Dann steigt dann einfach aus, wir stehen doch. Nein. Wir haben ja noch 1,5 Minuten Zeit. Und dann können wir jetzt ja weiterfahren. Da schließen wir die Tür und fahren weiter zur Pferdemühlengasse. Nächster Halt, Pferdemühlengasse. Dann sehen wir erstmal, wie wir eine rote Ampel haben. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Junk Food? Ich glaube, ich probiere mal Street Food. Gucken wir mal ein bisschen mehr hier aus, bevor wir schon wieder irgendwo gegenfahren. Feier wollen auf alle Fälle mit. Einige steigen aus, okay. Eine Fahrkarte bitte. Na klar, hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Gar nicht, wie viel Zeit wir gerade überhaupt haben. Okay, wir müssen eigentlich schon wieder weiterfahren. Aber das geht jetzt hier auch fix. Danke. Schön. Und die Ampel noch? Nein, natürlich nicht. Nächster Halt, Wilton Theater. Dann geht es jetzt ab zum Wilton Theater. Sofern ich jetzt nicht allzu viel einsteigen, fahren wir auch direkt weiter. Ah, jetzt ja auch schon wieder das mit den Grafikfehler hiermit. Das ist. Oder mit dem Texture-Fehler, besser gesagt. Nächster Halt. Das ist halt schade. Das ist halt schade. Wir können ja einsteigen. Ja, wir müssen halt trotzdem halten. Ab zur Seilerstraße, eventuell, wenn es hier mal weitergeht. Gesundheit. Nächster Halt, Seilerstraße. Das ist halt teilweise echt hier crazy beleuchtet. Jetzt in der Straße sind wir auch wieder pünktlich. Wir waren bisher auch noch nicht so spät, aber... Jetzt eventuell, weil jetzt hier natürlich wieder hier unfassbar viele von den anderen Linien hier noch gerade fahren. Das ist gerade die Ringlinie. Wow, perfekt geparkt. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Dann geht ab zur Riesengasse. Nächster Halt, Goliath-Gasse. Ja, das wäre Goliath-Gasse. Okay, eine Person haben wir noch hier drin. Das ist ja der Wahnsinn. Bis zur Goliath-Gasse ist noch ein weiter Weg, noch eine rote Ampel auf alle Fälle.
Es sei denn, wir kriegen das jetzt noch hin, aber ich bezweifle es. Oder wir noch mehr als eine Person hier drin. Der Wahnsinn, ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen, weil die Ampelphase so lange grün war. Das wird jetzt ja auch wieder voll. Ach, ich kann meinen Schlüssel nicht finden. So pünktlich sind. Wir nehmen einfach nur das perfekte Timing mit, würde ich sagen. Hä? Ich sitze im Rollstuhl. Ich brauche Hilfe beim... Na klar. Natürlich. Natürlich. Stimmt, es war Gruyère. Da haben wir jetzt ja wieder Zeit, was zu machen. Ach so, hier. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Schon Endstation, das ist ja flott. Das übertextorierte Dings müsste eigentlich so aussehen wie das, ne? Also da dürfte nicht das hier hell sein und das hier, sondern das müssten halt die Fenster hell sein. Würde ich jetzt zumindest behaupten. Wäre zumindest etwas sinniger. Dann haben wir auch jetzt die Rathausgasse, dann fahren wir zur Busgarage beim Zopp und dann haben wir die Fahrt hier beendet und wir sind ja schon hier gerade nebenan vom Zopp. Nächster Halt, Rathausgasse. Ohne Rampe kann ich nicht runterfahren. Bitte alle aussteigen. Oh, mein Bauch. Das nenne ich guten Service. Dann warten wir, bis beide ausgestiegen sind. Und dann fahren wir zurück zum Zopf. Und steigen aus, wenn die Fahrt. Wir müssen zumindest noch keinen Müll mitnehmen, aber. Das ist ja auch nicht so wild. Das ist ja auch alles halb so wild, ne? Da war schon hier durchgeschlängelt. Wir sind doch noch ein bisschen weiter weg vom Zopp entfernt, als ich dachte, aber gut. Hätte ich mich erinnert an, was für eine Strecke ich zuletzt gemacht habe. Hätte ich es bestimmt auch gewusst, aber... Oder hätte ich es wissen können, aber... Bei den ganzen unter XY-Zeit-Dingern, da bastelt man halt dann doch häufiger mal ein bisschen rum und dann weiß man nicht mehr ganz genau, wo man jetzt im Endeffekt gewesen ist. Was man dann jetzt als Endroute hatte. Dann Motor aus, dann steigen wir aus und beenden die Fahrt. Ja,
Ja, ich weiß nicht, ob das 4 Sterne sind. Doch, es sind 4 Sterne. Es geht ja hier schon ein bisschen weiter. Ja, läuft. Wunderbar. Wir haben alles auf Level 6 bekommen. Dann haben wir auch das erreicht. Stimmt, wir brauchen jetzt ja wieder... Ja, nur ein Geselle. Brauchen wieder weitere 5 Leute hier auf der Strecke. Wir können Westfield Wald nicht bearbeiten, sondern davon haben wir ihn jetzt da. Westfield Wald. A37er. Und ein paar Asse. Und dann gehen wir nochmal ganz nach oben und nehmen. Hier den Fahrer weg und den Bus und weisen die den dann diese Strecke zu. Müsste noch ein Citaro K, glaube ich, dabei gewesen sein, ne, den ich gerade weggemacht habe. Way 12 Meter, A37. Ja, egal. Passt schon irgendwie. Nein! Oh. Eins, zwei, drei, vier. Und das andere Ass. Da. Dann haben wir das auch. Und schauen wir mal nach. Was haben wir jetzt hier erreicht? Oh, really? Ich muss dann noch... Okay, dann fahren wir nochmal die Flüsse weg und so. Gut. Dann haben wir das erreicht. Das, auch. So gesehen, dass das... Die beiden, dritten... Strecke 3 und hier Strecke 3, das werden wir dann erreichen, wenn wir diese Strecke hier gefahren haben. Und um die kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Im nächsten Bus Simulator 18 Video. Ich... Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Bus-Simulator 18 Video wieder.